Und damit seid gegrüßt, werte Abenteurer, und willkommen zu einer neuen Runde Nicht-Imperium Arcanum. Ich bin auch nicht Simon, ich weiß, wir sehen uns zum Verwechseln ähnlich, aber an diesem wunderbaren Mittwoch gibt es die Justiziare endlich wieder. Nach einem Monat, ja Gott sei Dank Pause von diesen Chaoten, dürfen wir uns heute wieder mit drei fantastischen Abenteurern rumschlagen, die, bis die Imperium Arcanum Kampagne nächste Woche weitergeht, auf diesem Kanal für Unruhe sorgen werden. Wenn ihr noch keine Justiziare geschaut habt, dann erst einmal Schande über euch da draußen. Können wir bitte eine Totale haben, wo alle in die Kamera zeigen? Und der Selicke natürlich mal wieder. Schande über euch. Guckt euch das Ganze auf dem Buddy-Kanal an. Das Ganze spielt auch in der Questwelt, aber hier eine kleine Zusammenfassung von dem, was bisher passiert ist. Die Justiziare. Eigentlich eine Gruppierung von freien, rechtschaffenen Kriegern, die sind hier auf jeden Fall zum Teil von ihrem Weg abgekommen. Nachdem sie über Boote versucht haben, wieder zurück in die Outlands ihrer ursprünglichen Heimat zu kommen, sind sie mittlerweile auf dem Kalida-Atoll, einer Inselgruppe im Norden Rondrias, gestrandet oder eher bewusst hingesegelt, weil Captain Uruk sich einen Plan gefasst hat. Er möchte nicht mehr Captain, sondern König werden und das Land Urukien ausrufen. Das große Problem dabei ist, er hat noch gar keine Ahnung wo. Und so befinden wir uns auf der zweiten Inselstation Maris, einer Zwergeninsel und nur eine Zwischenstation, bis es zur legendären Insel Serpis gehen soll, die momentan scheinbar unbewohnt ist. Eher auf dieser Insel Maris habt ihr, liebe Abenteurer, momentan schon so einiges getrieben. Nicht nur, dass ihr einen Gondeltaxifahrer für euch gewonnen habt, nicht nur, dass ihr ein Wettkochen gewonnen habt, nein, ihr habt auch gekämpft gegen das Herz, gegen den Herz, das Herz des Berges und es tatsächlich fast sogar besiegt. Gott sei Dank hat euch dieses Herz des Berges nichts Böses gewollt, ihr seid alle ohnmächtig geworden und tatsächlich gerade wieder aufgewacht. Und wer aufgewacht ist, das ist Folgendes. Heute spielen wir mit dem fantastischen kleinen Halbling-Druiden oder Selicken. Hi. Wir spielen mit Matthäus Maximus, Mensch, Magier und? Und Parfüm-Influencer und hat die Justizialprüfung nur durchs Geld von Fatih bestanden. Und natürlich der einzig wahre, der unglaubliche, der grünhäutige. Grüne Farbe war aus. Entschuldigung. Captain Uruk, der heute wieder mit am Start ist. Außerdem in der Truppe, aber momentan anscheinend nicht vorhanden. Adlatus, der Mensch-Mönch, der aber schon auf einem eigenen Auftrag unterwegs war durch die Stadt Maris. Und als ihr aufwacht in dem Herz des Berges, merkt ihr, dass eine Person fehlt. Und das ist euer zweiter Druide. Ihr befindet euch also immer noch im großen Tempel des Herzens des Berges. Hinter euch geht eine riesige große Türe auf. Es ist eine diese Steintür, die ihr schon gesehen habt. Und dort steht der Hohepriester, der euch ursprünglich reingelassen hat. Was tut ihr? Den Goldblock, den wir gerade bekommen haben, habe ich auf der Schulter? Wo willst du ihn haben? Ich glaube auf der Schulter. Wir wollten ihn demonstrativ durch die Stadt tragen. Okay. Ich würde mich gerne noch oben draufsetzen. Das macht ja den Goldblock jetzt auch nicht mehr. Nö, das macht wahrscheinlich den Goldblock nicht wirklich groß. Also ihr habt als kleine Belohnung quasi vom Herz des Berges, der ist ja mit goldenen Adern verziert gewesen, eine Art Goldblock bekommen, wo ihr auf jeden Fall geschätzt habt, der wird richtig teuer sein. Wie viel richtig waren das? Ich weiß es nicht. 12 richtig teuer. Schon geil. Nice. Ich guck hoch. Du guckst hoch. Zum Hohepriester. Und du liegst immer noch auf dem Boden und er geht langsam auch in die Halle rein. Ja, mein Sohn. Wo kann man hier so 12-mal richtig viel Gold loswerden? 12-mal richtig viel? So viel. Aha. Ich bin nicht zu verkaufen. Nun, ihr könntet eventuell etwas verkaufen gehen bei den Schmieden. Oder bei Schmuckhändlern, Alchemisten des Öfteren oder Zauberern. Wie viel kostet Stadt? Bitte, Entschuldigung, was? Reicht Gold für Stadt? Ihr wollt die Insel kaufen. Aha.
Nein. Okay. Schade. Wie viel richtig viel bräuchten wir denn? Ziemlich richtig viel. Glaubst du, wir können das nochmal besiegen, das Monster? Entschuldigung. Noch eine Runde? Noch eine Runde! Das Herz, die Wege des Herzens des Berges sind unergründlich. Okay, dann zurück zu Schiff. Und das Gold loswerden. Und in See nach Urukien. Wir haben unseren Navigator gar nicht. Wo ist denn der? Ich dachte, der ist Schiffsdoktor. Navigator auf extra Mönchreise. Aber wo ist denn dann Urukien? Mittlerweile ist es, ihr merkt auch, dass der Hohepriester sehr, er guckt euch nicht mehr an, sondern guckt so in der Gegend rum. Höhle in Sicht. Das Ausgang? Die Tür ist der Ausgang. Ja. Okay. Warum waren wir nochmal hier? Gold. Das Herz des Berges hat euch wahrscheinlich ausgewählt. Wofür? Das müsstet ihr wissen. Gold. Denkt Reich darüber nach. Wir wollten Gold und haben Gold. Okay. Wenn dem so simpel ist, nun denn. Ja. Dürfte ich euch nun rausgeleiten. Okay. Dann folgt mir gerne. Und er dreht sich um und geht langsam in Richtung des Tors und auch... Geh nochmal dahin, wo das Gold lag. Ja. Und fegt so den Staub weg und guckt, ob da noch ein Goldkorn ist. Kein Goldkorn mehr da. War einfach Land, da diese Goldstücke, die da rumlagen. Und so werdet ihr mit dem Hohepriester, der vor euch herläuft, aus dieser großen, steinernen Zitadelle, die mitten in den Berg gehauen ist, herausgeführt und befindet euch nun wieder in der Zwergenstadt. Zu eurer Rechten geht es weiter in den Berg hinein. Zu eurer Linken geht es wieder in Richtung eures Schiffes. In die Mine oder woran? Ihr würdet ungefähr schätzen, dass es später Nachmittag gerade ist. Wie lange? Genau, zur rechten Seite geht es in Richtung natürlich weiter in den Berg hinein. Irgendwann kommt da die Mine. Ihr wisst nicht, ob jetzt noch Gebäude da kommen. Ihr seid ja gerade erst eine Station gefahren. Und zur linken Seite wisst ihr, dass ungefähr so in 700 Metern, vielleicht 750 Metern der Hafen wieder beginnt. Wir wollten doch in den Berg, oder? Waren in die Mine. Wir nicht im Berg? Na, wir waren im Herz. Aber darunter kommt ja noch die Milz und der Blinde am Berg. Aber vielleicht müssen wir erstmal den Goldblock hier loswerden. Nur was machen wir? Tauschen wir den Goldblock gegen Goldmünzen? Klingt sinnvoll. Vielleicht können wir den auch umschmieden, wenn unser anderer Druide wieder da ist. Was? Zu Goldmünzen. Oder eine Goldmünze wird ja wahrscheinlich das Gewicht in Gold sein. Und nicht, dass wir Goldmünzen prägen dürfen. In also Urukien? Klar. Oh, wir können Urukien-Goldmünzen prägen. Urukien-Goldmünzen können wir bauen. Oder wir lassen Schiff golden werden. Oh, das finde ich auch. Dann Ich hatte noch nie ein goldenes Schiff. Uruk auch nicht. Wollen wir es abstimmen? Ja. Ob wir das Schiff vergolden wollen? Captain ist für goldenes Schiff. Ich bin auch für goldenes Schiff. Dann lasst uns einen Schmied suchen. Aha. Und einen Schiffsbauer. Aha. Sind wir schon an einem Schiffsbauer vorbei? An einem Schiffsbauer. Ihr wisst, dass es auf jeden Fall kleinere Schiffsbauer auf Maris gibt. Mhm. Ihr habt aber auch das Gefühl gehabt, dass die meistens sehr simpel gebaut sind, die zwergischen Schiffe. Und dass die wirklich schönen Schiffe anscheinend woanders herkommen, von einer anderen Insel oder dem Festland. Aber ihr habt definitiv Schiffsbauer gesehen. Und beim Schmied wart ihr ja tatsächlich schon. Ja. Zurück zu Schmied und fragen, ob er Gold einschmelzen und über Boot packen. Ja, wahrscheinlich einfach drüber gießen, ne? Ist ja logisch. Wie Soße über Essen. Ja, genau. Quasi ein Schokoladengoldbecher. Aha. Ja. Ich mag ja lieber die Pinocchio-Becher. Wollen wir los?
Ja, auf geht's. Wohin möchtet ihr? Irgendwo habt ihr Odell verloren. Wir würden so gerne zum Schmied. Gut, ihr wisst, dass in der Nähe ein zwei Schmieden sind. Mhm. Einmal Boren Eisenherz, der bekannt ist für seine präzisen Klingen, und einmal Grimmer Kupferglanz, die ist Meisterin für sehr feine Metallarbeiten. Ja, ist das fein? Gold ist ein goldfeines Material, ein bisschen zu fein schmieden. Aber großes Schiff. Aber mit Gravur, Feinarbeit. Wir lassen es erstmal grob vorarbeiten und die Feinarbeit machen. Aber Schiff, nicht Schwert. Oder? Aber Schiff ist eine, Schiff ist eine Waffe. Wir könnten doch unsere Waffen vergolden lassen. Goldene Kanonenkugeln. Ah. Dann werden sich alle automatisch ergeben, die wir beschießen. Aha. Ja. Ich dachte, unser Schiff soll Gold werden. Vielleicht. Beides? Also, ich weiß nicht, okay. Spielt einfach weiter. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, nicht genug für beides. Fragen Schmied. Ja. Aha. Sonst vergoldete Kanonenkugeln. Auch in Ordnung. Muss nur gut aussehen. Okay. Zu welchem möchtet ihr dann gerne? Zum Grobenschmied wollen wir gerne. Ich glaube, das ist der Klingenschmied in dem Fall. Ihr wollt den Klingenschmied haben. Es gibt Grimmer, die macht Meisterin für feine Metallarbeiten. Ihr wisst aber auch, dass sie Lehrlinge haben und wahrscheinlich mehrere Leute in so einer Schmiede arbeiten. Also ihr könntet doch einfach rumfragen. Ich läuft hier gerade jemand über die Straße, der irgendwie Rüstung oder sowas trägt und irgendwas Metall an. Da, wo er jetzt gerade vorne steht, nicht, ne? Lass uns einfach zu dem Klingenschmied gehen und gucken, ob der uns hilft. Mit dem haben wir, glaube ich, auch schon halbwegs ordentlich Erfahrung gemacht für deine Bärsachen oder so. Vielleicht ist das fertig. Ihr seid eineinhalb Stunden weg gewesen. Ich dachte, wir sind ausgenockt gewesen und haben gebraucht. Ja, aber so wir lange haben nicht. Ach so, nicht lange. Ja, vielleicht sehr, sehr schnell. Vielleicht sehr schneller Schmied. Ich weiß ja nicht, welcher Tag heute ist. Aha. Express-Werbeerkrallen. Die Werbeerkrallen, also... Wir würden gerne unsere Krallen abzuholen. Okay, kein Problem. Ja, und ihr geht wieder zum Schmied, den ihr natürlich schon alle kennt. Es wird deutlich wärmer hier da, wo ihr seid. Und dort steht ihr auch. Es ist immer noch ein mittelalter bis älterer Zwergenherr, der momentan anscheinend auch mit einem Lehrling seinerseits redet. Und ihr hört noch aus der Entfernung, weil der mit dem Rücken zu euch ist, hörst du, Crane, jetzt mach endlich diese Rüstungen fertig und dann geh zur Kupferglanzwerkstatt hier drüben. Die brauchen noch einiges Zeug und er dreht sich in dem Moment um, guckt euch an. Hi, ich bin noch nicht fertig mit eurem... Ich habe noch ein, zwei Bestellungen zuvor. Andere Business-Anfrage. Du siehst Goldblock. Was haben sie denn da vor dem Auge? Das Monokel für Business, Uhu. Oh. Geschäfte, ja. Den Goldblock, da würde ich nicht, also da kann man offen hier mit rumlaufen, ist jetzt keine kriminelle Stadt, aber warum tun sie das? Wir wollen Goldblock eingeschmolzen und unser Schiff vergoldet, komplett. Du können machen oder so viel wie geht. Also ich werde damit für sich viel vergolden, ihr wollt, Entschuldigung, also, ihr wollt ein Schiff vergolden. Aha. Ja. Am besten das ganze Schiff. Aha. Ich habe zwei Fragen. Aha. Seid ihr dumm? Ich bin Uru. Die Frage hören wir irgendwie. Lernen wir nicht. Drei Fragen. Ich würde sagen, drei Fragen sind es. Habt ihr mehr Gold? Weil das wird für ein ganzes Schiff auf gar keinen Fall reichen. Mhm. Matthäus, wie viel Gold hast du noch? Ich kann Fatih fragen. Vielleicht schickt er noch was. Frage 1, vielleicht. Ja, Frage 2. Was war Frage 2? Ob ihr genug Gold habt. Ach so, Frage 2 vielleicht. Was war Frage 1? Ob ihr dumm seid. Vielleicht. Ja. Vielleicht könntet ihr mir wenigstens die dritte Frage beantworten. Ihr seid euch bewusst darüber, dass wenn ihr genügend Gold habt, um euer Schiff komplett zu ummanteln, eines von zwei Sachen passiert. Entweder wird während des Prozesses euer Schiff in Flammen wahrscheinlich aufgehen, weil ich heißes Gold, flüssiges Gold darauf schütte. Mhm. Und wenn das nicht passiert, wird euer Schiff wahrscheinlich... Bitte. Schiff in Wasser, wie soll Feuer fangen? Das Deck kann Feuer fangen. Aber selbst wenn das nicht passiert, wird euer Schiff eines tun, nämlich sinken, weil Gold ziemlich schwer ist. Wisst ihr, Schiffe fahren auf dem Wasser, weil das Holz und die dort eingeschlossenen Materialien leichter oder weniger dicht sind als Wasser. Aber wir haben Kanonen und Kanonen gehen unter. Also
Schiff schwimmen mit Kanonen, also auch ja. Goldschiff schwimmen. Ja, aber bei genügend Gold ist es dann wahrscheinlich zu viel, wenn ihr das ganze Schiff vergoldet haben möchtet. Können wir einfach mehr Holz reintun? Aha. Ja, weil Holz schwimmt ja. Aha. Ihr wollt einfach noch mehr Holz anbauen? Ja, aha. Oder einfach reinlegen. Aha. Dann seid ihr hier bei mir in der falschen Adresse. Nein, was? Ihr wollt hier reinlegen? Weil mehr Holz. Nein. Heißt ja mehr Auftrieb. Es geht um die... Okay. Lasst es mich euch sagen. Das wird nicht funktionieren. Wie viel können wir denn vergolden? Vielleicht mit wem? Oder so. Wie viel Kanonenkugeln könnte man damit brauchen? Kanonenkugeln. Wollt ihr Kanonenkugeln kugeln? Oder ja, wollt ihr etwas bauen? Wegschießen. Aha, damit aus vollem Gold. Ja. Damit gegen Angst haben. Vergolden, dachte ich. Wenn wir haben wir kein Gold mehr für Schiffe. Wie groß ist sind eure Kanonen? Habt ihr Kanonen? So groß. Aha. Ihr habt vollwertige Kanonen auf eurem Schiff? Ich glaube ja. Wie groß ist so eine Kanone? Oh, Moment. Nee, wir haben so Pfeildinger. Ah, ja, Ballisten. Ballisten. Haben wir keine Kanonen? Können wir Goldpfeile haben? Könnt ihr euch vergoldete Spitzen sicherlich machen, wahrscheinlich. Ah, ja, goldene Spitzen. Komplett Gold, ja. Wahrscheinlich 20 bis 30 Stück daran auf einer Größe. Fachmännische Frage. Aber es wäre eine ziemlich dumme Idee, wenn ihr das fragen wollen würdet. Würden, wenn wir euch auf See begegnen und mit goldener Ballista schießen, ihr aufgeben und Angst haben? Ich würde versuchen, dass ihr weiter auf mich schießt. Also ja. Nein. Ah. Nein, wir könnten ja weiter schießen. Dann seid ihr sicher, dass ihr mit diesen Leuten reisen möchtet? Ja, ist immer lustig eigentlich. Ja. Was ist denn mit unseren goldenen Münzen? Wollen wir nicht Urukiens Währung loslegen? Könnt Münzen herstellen? Ich könnte das auf jeden Fall machen. Ja, es dauert wahrscheinlich etwas länger. Aber wahrscheinlich bin ich nicht die richtige Person dafür. Da müsstet ihr zu Grimma gehen, meine Kollegin. Ist ziemlich nett, aber die ist eher für die feineren Metallarbeiten zuständig. Wie viel Gold ist das denn wert in Münzen? Darf ich einmal ganz kurz wiegen? Wo Waage? Ich stelle ab. Einfach hinten auf den Amboss. Ich leg's mal drauf. Und Odell muss runterklettern. Ich wollte gerade sagen, hat sich mit mir drauf, hat er drauf gesetzt. Er merkt, dass der Amboss so eine kleine, auf einer kleinen Platte steht. Und da quasi so da mal runter. Ein paar Meter daneben so ein kleines Pendel in dem Moment, wo ihr das Gold drauf packt, so nach oben geht. Und das an so irgendwie zwergischen Zahlen. Kann einer zwergisch von euch? Kann ich mal kommen? Nein. Richtig? Ja, nur wichtige Dinge wie Deep Speech und Celestial. Okay. Ihr habt Stand jetzt auch keine Ahnung, was das wert ist, ne? Aber steht das dann nicht in Zahlen drauf? Steht doch. In zwergischen Runen, richtig. Aber du musst. Haben die auch andere Zahlen? Meine Reihe. Aber ich habe meinen Business-Look, also kommen wir nicht. Ich habe mit den Questwürfeln, die ihr übrigens momentan auf quest.de.shop schon holen könnt, gerade meine erste Net 20 geholt. Das ist schon gut für uns. Das wird knapp 2500 Gold wert sein. Nur? Ja, nur? Das ist eine Menge Schotter, davon leben teilweise Leute jahrelang. Darf ich mal Motiv erkennen würfeln? Also ja, klar. Halte ich das für. Glaube ich ihm das, dass er. Das ein ganzer Goldblock? Net 20 mit einem unserem Quest.de.shop würfeln. Ja, ey, der zweite Net 20 hintereinander. Kauf die Quest.de.shop Würfel. Ich glaube, die rocken richtig, die Würfel. Ich habe die blauen. Du hast auch die blauen, ne? Die sind so. So lila-blau. Lila-blau. Ja, genau, Farbverlauf. Mit Glitzer. Genau, mit Glitzer. Das sind die Prestigien-Würfel. Prestigien besser als Nordrien. Buh, ihr habt euch bei den grünen genommen, ihr Lutscher, ne? Nee, ich habe auch die blauen. Perfekt, du hast die grünen genommen. Natürlich, welche Farben? Nordria, was? Die Rondria und Maligol-Sachen müssen noch kommen. Die Urukien-Sachen müssen noch kommen. Warum sind die nicht grün? Ja, das ist da ist Matthias Frage. Auf der 1 drauf. sind die gezinkt? Warte, ich mach kurz einen Live-Test. Ja. Leider nicht. Die Rondria-Würfel sind leider nicht gezinkt. Schade. Würde ich nicht kaufen. Nee, anscheinend nicht. Hier ist eine neue. Schade nicht. Der Trendy Galore heute. Dann ist das, kauft die doch nicht. Wie dem auch sei, er wirkt sehr, sehr, sehr ehrlich. Also mit der 20 gebe ich dir auch, dass das mit Grimma ein guter Tipp war und sowas alles. Also er wirkt einfach so, als würde er euch gerade helfen wollen, weil er hatte ja schon einen Tagesauftrag quasi abgelöst. Also bei 5, glaube ich. Für das Wechselgeld 2500, würde ich ja einfach das Schiff vergolden. Oder goldene Pfeile.
3.500, davon kriegt man ja vielleicht, wenn man Glück hat, vielleicht nicht mal ein Haus. Was ist denn, wenn man den... wenn man das Bug vergoldet, so vorne die... Dann hättet ihr ja ziemlich Übergewicht. Ich bin kein Schiffsbauer, ich sag's euch nur. Was ist denn, wenn wir die... Oder die machen eine goldene Statue von Uruk. Aha. Nein. Wir könnten die Mast, den Mast oder die Mäste, haben wir einen Mast oder haben wir Mäste? Ihr habt, ich glaube einen Mast haben wir. Also wenn wir den Mast vergolden. Du kannst ja mal das Schiff holen, dann können wir uns daran gucken, was ihr machen könntet. Ich würde auch sagen, ihr habt so eine kleine, sehr primitive Zeichnung von eurem Schiff und zeigt die dem Schmied. Aber die ist sehr, also wenn, wer hat die gezeichnet von uns? Sag es mir, wen hast du die zeichnen lassen? Wahrscheinlich habe ich die selber gezeichnet, aber oh boy, ist die ausgeschmückt. 5 Masten hat diese Zeichnung. Der hat einen Außenborder. Das ist das Hübsche, also hübsch nicht, oder? Warte, lass mich kurz auf Fingerfertigkeit würfeln, ob es auch hübsch ist. Ist eine 15, doch, das sieht auch gut aus. 5 Masten hat das Ding. Mhm. Außen, 3 Außenborder, da wächst ein Baum plötzlich drauf, weil wir einen Garten anscheinend an Bord haben. Wahrscheinlich Kanonen und haben wir auch Orangenbäume an Bord? Ja. Einfach, ja. Einfach ja. Kanonen über Kanonen rein. Warum spielen wir heute noch nicht am Imperium Arcanum? Ja, okay, also. Kannst du das mal seitwärts stellen? Ein goldenes Steuerrad! Genau. Also das ist, ihr habt eine Ballista da drauf, eine mittelgroße Ballista. Ihr habt einen Masten. Das Ding ist, wenn es hochkommt, 12 Meter lang. Das war es dann aber auch im Großen und Ganzen. Und du hast also eine riesige Zeichnung von der Galeone. Ich habe eine Galeonenzeichnung abgegeben. Ja, er guckt die Zeichnung sich an. Also bei allem Respekt, das, was ihr erzählt und das, was ihr mir gerade zeigt, das passt nicht zusammen. Guck mir das mal an. Ja. Nö, das ist das Schiff. Naja, der Kunde ist König, aber da werdet ihr nicht wirklich was vergolden können. In dem Fall ist der Kunde wirklich König. Aha. Von Rukien. Aha. Wir also, können ihn auch Staatsanleihen verkaufen. Ein gutes Investment. Hey, ich bin ein Schmied, das ist ein Familienbetrieb seit 250 Jahren. Wenn ich euch einen guten Rat geben kann, baut keine Kanonenkugeln oder keine Pfeile aus Gold. Weil wenn das wegschießt, wenn ihr das verschießt, dann sind die halt weg und eure Investment ist auch weg. Mhm. Aber wenn wir dann anderes Schiff kapern. Ja, dann könnt ihr es wieder erbeuten, meint ihr? Ja. Was ist aber, das wenn, heißt, wir bekommen ja immer... Wer ist denn der Schütze bei euch? Wir haben ja noch nicht geschossen. Seid ihr sicher, dass ihr dann jeden Schuss trefft? Es ist euer Gold. Macht damit, was ihr möchtet. Und wenn wir Leute mit Gold abschießen, haben wir immer Gold, was wir plündern können, wenn wir den Kampf gewinnen. Das heißt, wir gehen nie leer auf. Nicht schon. Er guckt auf den Boden. Sein Lehrling guckt auch gerade so. Passt auf, ich biete euch Folgendes an. Entweder ihr könnt daraus 2400 Goldmünzen machen. Die 100 Gold würde ich als Bezahlung quasi dafür nehmen, aber ich würde das bei Grimma machen lassen. Vielleicht bekommt er da ein bisschen was Besseres raus, vor allen Dingen feinere und schönere Münzen. Und wird wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gehen, wenn wir ehrlich sind. Klar kann ich euch was vergolden, aber wenn ihr eine Galeone haben möchtet, da werdet ihr nicht sicheres wirklich sehen. Das sind dann kleine Teile. Vielleicht wollt ihr ein Steuerrad aus Gold haben. Oder ihr möchtet irgendwie vergoldete untere Masten haben. Vielleicht auch euren Ausguck, der vergoldet sein soll. Wobei ich euch das nicht empfehlen würde, weil ihr bei Wind so eine unglaubliche Schwingung haben werdet, dass das Ding euch schneller runterkracht, als ihr Mann über Bord rufen könnt. Wie wäre das mit dem vergoldeten Ausguck? Das macht keinen Sinn. Oh. Also ihr werdet da vielleicht 2-3 Tage bis zum nächsten hohen Wellengang drauf sein und dann knackt euch das Ding voll Mast ab. Hm. Dann also ich würde sagen, wir machen offizielle Urukien-Währung. Was ist denn mit einem Goldfall? Ja, das könnte ich machen. Erstmal zu Grimma, wir kommen wieder. Ah, wie lange Rüstung brauchen? Die Bärenklaue, meint ihr. Bis morgen früh ungefähr. Oh. Also das ist schon sehr schnell. Ich schiebe euch extra vor für das Gold, was ihr mir gegeben habt. Ach so, es ist noch gar nicht morgen früh? Nein. Ich dachte, es ist morgen schon. Nee, ihr seid vor ein paar Stunden hier hingekommen. Oh. Ja, wir waren ein bisschen weg, wir wussten nicht. Ah. Wie lange? Ja, ich habe euch hinten gesehen. Ihr seid tagsüber in die Taverne gegangen, habt euch da einen reingeknallt. Ja. War Schnapper, die haben uns eingeladen, war gratis. Essen war gratis, Taverne nicht. Ja, das stimmt. Aber in dem Essen haben wir auch viel gesoffen. Wenn ihr mich jetzt hier entschuldigen würdet, ich würde jetzt gerne weiterarbeiten. Ja. Dankeschön. Ja, natürlich. Wir sehen uns morgen früh. Wie heißt denn unsere Währung?
Urukolla. Urukolla? Betrug. Ich bin für den Betrug. Betrug. Ah, macht Sinn. Ja. Betrug. Ist ein schöner Name. Okay. Ich hätte sowas wie Urukarten oder so gesagt. Was möchtet ihr tun? Betrug next. Wir gehen. Ich nehme den Goldblock wieder. Mhm. Und wir gehen aus der Tür zur nächsten Schmiede weiter. Okay. Ja, das ist quasi ein großer Platz, der mit vielen verschiedenen Schmieden ist. Und ihr möchtet zu Grimma gehen. Genau. Ja, Grimma ist tatsächlich ein kleinerer Laden. Ihr seht auch direkt, dass hier keine Waffen oder Rüstung ausgestellt werden, sondern eher sowas wie Uhren, feinere Metallarbeiten, vielleicht auch mal ein Kerzenständer dabei oder sehr ungewöhnliche Sachen. Vielleicht auch ein Monokel, was gerade irgendwo noch irgendwo festgehalten wird und eine Goldfassung bekommt. Und sie ist eine sehr alte Zwergendame, die auch für eine Zwergin relativ klein ist und vielleicht schon ein bisschen zusammengefallen. Aber sie guckt quasi mit ihrer Brille auf euch nach oben und sagt, eine Sekunde, ich wollte dir was abholen. Hatten wir einen Termin? Wollen. Auftrag. Abgeben. Oh. Ja, eine Sekunde bitte. Und sie nimmt irgendein kleines Zeug mit Zahnrädern, packt sie an die Seite und dreht sich zu euch um und sagt dann auch ja und legt dann quasi auch ihre lederne Shirts ab, erstmal auf den Counter und kommt in den Counter rum. Was kann ich für euch tun, junge Männer? Ich würde das Gold so neben sie abstellen. Hier Gold im Wert von 2500 Münzen. Ja, wenn ihr das sagt, was möchtet ihr damit tun? Münzen. Aber eigene. Schönen guten Tag, Uruk, König Urukiens. Mein Name ist Grimma. Grimma Kupferglanz. Rauchen. Betrug. Bitte was? Betrug. Warum, wen wollen Sie betrügen? Nein, Währung. Betrug. Nein, Währung soll so heißen. Die Währung ist mir bisher nicht geläufig. Sind es Silber? Sind es Goldmünzen? Sind es Kupfermünzen? Gold, deswegen Gold. Aus welchem Land kommen die? Urukien. Das ist mir nicht. Wissen Sie, wenn Sie so etwas Spezielles wollen, müssen Sie mir eine Vorlage geben. Was soll auf die beiden Seiten der Münzen drauf? Bis wann soll es fertig sein? Welche Größe soll so eine Goldmünze? Ich soll 2500 Goldmünzen prägen. 2450. 50 sind für Sie. Ich muss erstmal gucken, wie viel das Ganze wert ist. Also ich würde sagen, auf eine Seite ein Schiff, unser Schiff, und auf die andere Seite eins, deinen Kopf. Eins auf eine Seite, damit man weiß, eine Betrug. Sollten Betrugs nicht lieber vergoldet sein, anstatt massives Gold? Wie viele Münzen wären nur vergoldet möglich? Nehmen wir mal wirklich an, Sie können 2500 Münzen voll Gold machen. Würde ich Ihnen keine vergoldeten Münzen machen, wenn Sie damit vorhaben, wirklich zu bezahlen, weil das Betrug ist. Nein, Betrug. Nein, das ist Betrug. Entschuldigung. Betrug. Das Wort heißt Betrug. Schwindel. Gaunerei. Das ist illegal. Aber es ist ja unsere Währung. Richtig. Aber wenn Sie damit offiziell bezahlen möchten, als einheitliche Währung in diesen Landen, dann dürfte ich das nicht tun. Weil es Betrug ist. Betrug? Betrug. Möchte ich. Putz mir die Ohren. Okay. Also ich bin dafür voll Goldmünzen, Schiff und Uruks Gesicht auf im Profil. Ich glaube, auf die Goldmünze gehört nur das Schiff und vorne die Eins. Was, wenn? Aber wieso eins? Eine Münze ist eins, immer eins. Eins Betrug. Gibt keine 10 Münzen, Münze. Wie sehen Goldmünzen in dieser Welt eigentlich aus? Es sind runde Münzen, ungefähr so groß. Und da drauf, in den meisten Fällen, wo ihr gerade unterwegs seid, habt ihr das rondrische Königswappen. Teilweise auch Beinburg und Co., je nachdem, wo es gerade aus welcher Stadt herkommt. Meistens aber rondrisches Königswappen.
Und auf der anderen Seite gibt es meist Lokale von den Schmiedereien, die selbst nochmal prägen. Ich finde, wir sollten ein Urukian-Wappen machen. Ah, wir brauchen noch ein Wappen. Ja. Könnt ihr Wappen entwerfen? Was möchtet ihr haben? Also ich muss ja so oder so die Form erstmal entwerfen, damit ich das Gold nach der Erhitzung, nachdem es in die Form gegossen ist, sich abkühlt in genau diese Form. Mhm. Also das dauert ein bisschen, aber ja, das kann ich. Das ist meine Aufgabe hier als Schmiedin. Ich würde sagen, das Zeichen ist Helm. So einfach Schlagworte und ihr designt. Gib mir eine Beschreibung davon, aber umso mehr kreative Freiheit ich habe. Okay. Stark. Mächtig. Uruk. Das ist Uruk. Sie nimmt einen kleinen Zettel, Pergament und schreibt sich das auf. Mhm. Ja. Das ist... Klaschen. Soll das auf die gleiche Seite mit dem stark, mächtig Uruk? Ja. Ja. Können wir die duftend machen, die Münzen? Nein. Dann habe ich nicht außer Flaschen. Ja. Was für Flaschen? Flaschen mit Duft drin. Bizeps. Zeichen Helms. Wieso Helm? Was für Helm? Für unseren Navigator. Bizeps. Also ich bin dafür. Ich bin dafür, dass wir einen. Wir brauchen einen Zylinder und einen Bizeps. Ich denke, das sind die beiden wichtigsten Aspekte von Urukian. Aber wir wollen ja die gesamten Gründer von Urukian darauf abbilden, auf dem Wappen. Kraft. Ja, Uruk halt. Ja, wir sind ja. Wir alle. Jetzt alles auf einer Seite. Ja. Für Wappen. Stark, mächtig, Uruk, Flaschen, Bizeps, Zylinder, Kraft. Ja. Helm. Geh doch weg mit deinem Helm. Meinen Sie den Gotthelm? Genau, den. Wir haben noch einen Zylinder, wir brauchen keinen Helm. Nee, ihr nicht den. Ihr wisst aber schon, dass man ein Symbol eines Gottes nicht verändern sollte. Also ich kann euch anbieten, auf einer Seite das Symbol des Gotteshelms drauf zu prägen, aber ich möchte es mir nicht anmaßen, sein Symbol zu schänden. Nein, dann musst du das Schiff rauf, auf die andere Seite. Das Schiff auf der... Habt ihr die Zeichnung? Nee, habt ihr die Seite? Ja, doch, wir haben eine Zeichnung. Eine Seite Schiff, kannst eine du Seite Uruk-Wappen, Urukien-Wappen. Kannst du bitte die Zeichnung vom Schiff geben? Fertig, ein neues Zeichen. Mal gucken, ob die besser oder schlechter wird als die andere. Net 20. Das ist die akkurateste 5-Master-Zeichnung, die du in deinem Leben gesehen hast. Also eine 5-Master-Zeichnung, oder? Natürlich ist eine 5-Master-Zeichnung. Das ist ein beeindruckendes Schiff. Aha, Uruk Zorn. Das soll hinten drauf? Aha. Das kriegen wir hin. Okay. Gut. Ich wiege das Ganze eben mal nach. Könnten Sie das vielleicht da auf die... den Counter legen. Das ist eine integrierte Waage. Oh. Du siehst über dem Counter so eine kleine blaue Schrift auf einmal aufploppen, die auf 2518 ist. Oh. Mhm. Moment. Odell, runterklettern. Okay. Kletter ich jetzt runter? 2488. Versuch so ganz unauffällig, sie drauf zu drücken. Gib mir mal einen Täuschen. 18. 2500 glatt. Ah. Oh, da haben Sie aber gut geschätzt vorhin. Ich würde bei Ihnen, wenn es wirklich ordentlich sein soll und das, was Sie haben mit dem Symbolen, die ich für Sie machen soll, würde ich Ihnen 2300 Goldmünzen geben. Doch, da hat aber der andere Schmied bessere Preise genommen. Ja, dann hat er bessere Preise genommen. Ich weiß nicht, ob ihr mit ihm besprochen habt, dass ihr euer Logo selber designen solltet oder nicht. Design inklusive. Und das Design ist hier an dieser Stelle inklusive. 2360. Das sind 140 Gold. So viel macht man auf dieser Insel sonst nie. Das stimmt wahrscheinlich nicht, aber... Wir haben 2500 in wenigen Stunden gemacht. Ich drücke Uhu. 2360. 2310. Könnt ihr ein Jahr lang leben? Letztes Angebot 2350. Und das ist wirklich gut. Und wir legen noch ein... Ich will meine Taschen durch. Mhm. Ein Stück Linde obendrauf. Ein Stück was? Ein Stück Linde.
Das ist der bestriechendste Baum, den ich kenne. Gib mir mal einen Überzeugen mit Vorteil. Ich wollte gerade meine Hand auflegen und ihm noch. Aber er braucht eh Vorteil. Net 20. Quest.de.shop. Die Würfel sind echt super, die oder? Die Würfel sind super. Ja, sie riecht da dran. Hier unten wachsen keine Bäume. Wir sind im Geschäft. 2350. Sehr gut. Und ich beeile mich damit. Und großartig. Uruk Special Deal. Wenn neuen Ort für Arbeit suchen. Ja. Urukien sucht Schmiede. Oh nein. Oh nein, ich bin hier schon etwas länger. Okay. Okay. Aber ich beeile mich damit. Also in 3 Tagen könnt ihr es abholen. Aha. Wenn anders überlegen, dann Bescheid sagen. Andererseits. So, dann stehen die Symbole. Gut. Also, um das jetzt zusammenzufassen. Ich mache Ihnen 2350 Gold, voll Goldmünzen. Auf einer Seite soll ein Schiff sein, Ihr Schiff. Die Zeichnung haben Sie mir ja dagelassen mit den 5 Masten. Aha. Übrigens noch einmal ein sehr, sehr schönes Schiff. Danke. Gerne. War teuer. Und ist auf der anderen Seite soll ein Symbol sein, was stark, mächtig, Uruk, also Sie zeigt. Aha. Flaschen, Bizeps, Zylinder, Kraft. Aha. Richtig? Und ein wackelarmiger Windhosenkamera. Was ist das? Willi. Was ist das? Moment. Ist der auf dem Bild drauf? Ja, wahrscheinlich. Vorne am. Natürlich. Ich würde der 20 würde es dir geben. Natürlich ist er auf der Zeichen vorne drauf. Das? Ja, das kriegen wir irgendwie sicherlich hin, auch wenn das sehr kleine Symbole werden. Ich glaube, so eine kleine Münze. Oh Gott. Naja. So ist das halt. Okay, Sie können es in 3 Tagen hier abholen. Ah, und verstehen. Gesundheit. Danke. Verstehen. Umtausch ist ein Betrug, ja, eine Münze wert. Was? Ist ein Betrug 1 Münze wert. Wie meinen Sie das? Es ist 1:1. Ich werde es abwiegen, dass eine dieser Münze genau 1 Goldstück wert ist. Die Leute interessiert es natürlich nicht, was sie da für eine Prägung drauf haben, aber es ist ja universell der gleiche Wert in jedem Land oder in jedem Kontinent. Sonst würde das ganze Geldsystem ja gar nicht funktionieren. Sollten wir Urukien in Schrift drauf haben? Oh. Damit jeder weiß, dass es auch so Rukien ist. Ah. Das ist, glaube ich, wichtig. Auf welcher Seite? Wappen. Aber Schiff mit Namen Uruks Zorn, wie auf Zeichnung. Ja, ja, natürlich. Ich schreibe noch auf den Zettel. Seven Smells of the Sea. Und schiebe das da hinzu. Das auch. Wie nimmt das dann so? Was denn jetzt? Er hat das beides. Name von Schiff wie genau. Auf Zeichnung. Auf Zeichnung. Okay. Ja, wie gesagt, in 3 Tagen können Sie es dann abholen hier. Das ist der 27. Blütenhoch. Okay. Kann ich dort noch etwas für Sie tun? Ah, Uruk macht Notiz. Oh. Natürlich. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Was machen wir denn jetzt 3 Tage? Kann ich hier etwas für 4 Gold, 15 Silber, 25 Bronze kaufen? Ja, natürlich. Oh, der günstigere Schmuck wäre vielleicht etwas für... Was haben Sie denn im Blick? Was haben Sie denn da? Nun, dafür gibt es vieles. Ob es jetzt feine Nägel sind zum Beispiel oder... Diese vergoldete Uhr. Haben Sie vielleicht Fußschmuck für meinen Elfenfuß? Entschuldigen Sie bitte. Ich habe gar Sie für meinen Elfenfuß. Und das sieht ja grausam aus. Also ich bitte Sie. Können Sie mir das bitte aus den Augen? Na gut. Ah, Problem war Schuh an. Ah, stimmt. Moment. Nein. Sicher. Wir haben keinen Fuß. Nein, ich mache keinen Fußschmuck. Nee, dann brauche ich nichts. Dankeschön. Kein Problem, ich glaube auf jeden Fall kein Problem. Nun denn, gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann oder sind Sie damit fertig? Ja, ich glaube dann. Wir haben Weg weiter Richtung Berg gesehen. Was kommt da?
Nun, da kommen noch einige Geschäfte, da kommen Wohngebiete irgendwann vereinzelt, einen Tempel des Moradin gibt es noch und wenn sie ganz weit gehen, gibt es selbstverständlich auch noch die Möglichkeit, in die Minen zu gehen, wenn sie Lust haben. Also wir sind ja eine normale Stadt dabei. Am Markt könnten sie vielleicht auch nochmal hin, Minen. Gehen wir in die Minen? Minen. Minen klingt gut. Minen. Vielleicht finden wir noch mehr Gold, dann machen wir noch mehr Münzen. Ja. Wenn noch Goldblock finden. Können wir verdoppeln? Die geben mir das Gold und bezahlen und ich mache das. Okay. Dann lasst uns doch Pickaxe kaufen. Entschuldigung, Sie können da nicht. Das ist eine städtische Operation im Bergwerk. Wir sind ja ein Staat. Nein, eine städtische Mares-Operation. Man kann da nicht einfach nach Gold graben. Mit wem müssen reden für Erlaubnis? Das müsste Herr Boren Erzschmied sein, der Leiter der Bergbauoperation. Oder, also wenn Sie ihn nicht finden, können Sie mit Thorin Tiefschürfer auch sprechen. Der ist Vorarbeiter und Sicherheitsbeauftragter. Aber ist doch eh effektiver, Herz des Berges zu bekämpfen. Gibt es noch mehr von? Was? Nein, es gibt nur einen Herz des Berges und der sollte eigentlich auch nicht bekämpft Vielleicht werden. Vielleicht ein Zwölffingerdarm des Berges? Naja, der hat jetzt nicht, wir haben nicht, ihn nicht bekämpft, wir haben ein kleines Duell ausgetragen. Matthäus hat uns bekämpft. Davon weiß ich nicht. Davon kann ich Ihnen nicht sagen. Okay, Vorarbeiter finden. Wo ist der denn? Wahrscheinlich im Bergwerk. Dann Linda. Aha. Wie viel Uhr haben wir denn? So ungefähr 17.30 Uhr würde ich schätzen. Wann ist denn hier Feierabend? Es wird in drei Schichten die ganze Zeit im Bergwerk gearbeitet. Und bis wann ist der Vorarbeiter da? Das weiß ich nicht. Ich bin eine Schmiedin. Ich weiß es nicht. Okay, gehen zur Mine. Ja. Gehen schnell Gold holen und treffen Rest am Schiff mit Hühnern. Ach, da war ja noch was mit den Hühnern. Genau. Vielleicht finden wir da auch die anderen. Ah, vielleicht Schiffsdoktor da. Erstmal Mine. Okay. Schönen Tag, komm wieder in. Vielen Dank. Drei Tagen. Du guckst wirklich nur auf deinen blanken Arm, oder? Ich habe auf meinen Arm die Notiz geschrieben. Okay. Einfach nur drei Tage. Okay. Ja. Ah, natürlich. Bis dann, die Dame. Sie sind sehr seltsame Gesellen. Aber sie sind freundlich. Ich wünsche ihnen auch noch einen schönen Abend. Aha. Beehren sie uns in drei Tagen wieder. Ciao. Tschüss. Du guckst unter den Counter quasi. Ich kletter wieder auf Urus Schulter. Und lass mich davon tragen. Okay. Und so startet ihr durch Vondlimar, der Zwergenstadt auf Mares. Und wollt ihr den Fußweg entlang gehen oder wollt ihr eine Fähre nehmen direkt? Fähre. Ich habe eine Frage übrigens mal zu den Pausen. Sind meine Spells auch wieder hergestellt? Deine Spells sind auch wieder hergestellt. Ihr seid full recovered. Vielleicht Fährfahrer von vorhin wieder da. Mhm. Haben wir den. Das war der, den wir quasi rekrutiert haben, oder was? Aha. Cool. Ich meine natürlich eingeladen. Ja. Donnerfaust? Nein. Ach, Notizen. Ich möchte mich an den Namen des Gondelführers erinnern. Gib mir einen History-Check. Eine 17. Der Name war tatsächlich Ulin Flussfischer. Ja, wir würden gerne die Fähre nehmen, im besten Fall mit Ulin Flussfischer. Okay, dann stellt ihr euch also quasi wieder an die Hauptstation von Mitte Vondlimar, wo ihr wart vorhin. Dann gebt mir mal bitte einen Wahrnehmungscheck alle. Net 20. Beste E vom Shop. 16. Wollt ihr mich verarschen? Was so? Leider nur mit 16. Ja, ihr guckt rum, du brauchst gar nicht mehr zu würfeln. Und hab ich auch nicht. Du kommst gerade wirklich an die Kante und du siehst quasi auf Olins halbe Glatze schon runter. Der sich gerade angeregt anscheinend mit einer jungen Frau
unterhält und er noch zu ihr sagt, Kara, ich sag's dir, die Gäste von heute, die geben kein Trinkgeld mehr. Die sind komplett bescheuert und die Leute, die hier die selbst die Fähre hier fahren, ne, die denken, die haben einen Fährenschein und können fahren, das sind totale, die haben die nicht mehr alle. Das sind komplette Goblin-Köpfe. Oh, moin. Hallo. Ja, kann ich dir hier weiterhelfen? Ja, wir müssen einmal Richtung Mine. Wir haben euch doch heute schon gesehen, nicht? Ja, bestimmt. Oh ja, komm rein. Mine kann ich machen. Wollte ich sowieso mal hin. Mine, wunderschön, muss man ja auch gesehen haben. Mhm. Moin, Quatzer. Ja, komm einfach reingesprungen. Uruk-Frage. Ja, bitte, Uruk-Frage. Hast von Fährenschein geredet? Ja, Olin Antwort. Hab von Fährenschein geredet, jo. Braucht man, um Fähre zu fahren? Richtig. Oder kann jeder? Ja, nee, guck mal, der ganze Kanal, der ist ja keine 10 Meter breit. Aber Uruk, Captain von Schiff. Ja. Und Olin, Captain von Fähre. Aber Captain nicht Captain? Nee, Captain nicht gleich Captain. Aber ist ein Schiff nicht besser als eine Fähre? Ja, bestimmt. Aber kannst du eine Fähre fahren? Ja, glaube ich. Hast du einen Fährenführerschein? Captain. Ja, Olin, Captain mit Kopf. Habe ich aber für einen goldenen Fährenführerschein? Nee, hast du nicht. Wo können wir? Nee, hast du auch nicht. Du, ich werde hops genommen, wenn die Ämter das mitbekommen. Warum wollt ihr überhaupt einen Fährenführerschein haben? Finde mal Spaß. Ja, ist ja mein Beruf, ist ja auch klar Spaß. Ich bin auch ein spaßiger Kerl, guck mir her. Deswegen Uruk überzeugt, Fähre fahren toll. Kann ich verstehen, kannst du einen Fährerführerschein beantragen? Wo? Ja, beim Chef. Wo ist denn der Chef? Der Chef, der wird hier in der Wohnsiedlung sein. Brunn Steinhelm heißt der alte. Willst du uns zum Chef fahren? Ja, bin ich in die Mine? Ja, wir müssen einfach, da können wir später hin. Du, Wohnsiedlung müssen wir einfach eine früher raus. Ah. Der hat bestimmt, wir sind gut Kollegen, wir sind so, seit 20 Jahren. Arbeiten wir miteinander. Ah. Haben vielleicht die ein oder andere ich Referenz. Ich muss sie verkennen, ob er ihn wirklich mag. Gib mal eine 20. Was ist, ist wahrscheinlich eine 18 oder so. Ist eine 19. Ja, weiß nicht wirklich, ob die sich wirklich mögen. Vielleicht denkt er, sie mögen sich, aber er ist sich vielleicht selber nicht ganz sicher. Ja, glaube ich dir. Ja. Du bist ja wegen sympathischer Typ, ne? Guck mich an. Ich bin ein Bild von einem Zwerg. Ja, mein Bild nicht auch bei dir oben auf dem Kopf. Ja, die ist geil, ne? Aber das Alter, sag ich dir. Ja. Wenn du so viel Kopfschmerzen hast, dann fallen dir langsam die Haare aus. Aber solange der Bart steht, ist mir alles gut. Habt ihr gehört, den Edur, ne? Momentan hier, Zwergenstadt auf Chondria, ist momentan der Bartschneider unterwegs. Habt ihr davon gehört? Oh, das ist eine Geschichte, ja. Ich habe einen Cousin, der da lebt, dritten Grades, vom Kumpel. Da, von dem habe ich gehört, der ist Opfer von dem Bartschneider geworden. Oh. Ja, der ist ein Typ, der geht nachts in die Häuser von den Leuten und schneidet ihnen die Bärte ab. Oh. Kannst du dir das glauben? Mich fragt ja keiner, aber meiner Meinung nach soll der gehängt werden. Ich sag das ganz ehrlich, das ist ein Typ, wenn ich den sehen würde bei mir, dann würde er nicht mal aus der Bude rauskommen. Dann würde ich dem nicht nur ein Bart abschneiden, sondern ganz andere Sachen. In Urukien würde gelöst durch. Ihr seht auch die junge Fahrfährerin, der guckt auch mal hinten, die ist schon längst weitergefahren. Der hat euch nochmal so zugewunken, beschämt und ist dann einfach nur weiter Richtung Hafen. Deswegen in Urukien Probleme gelöst durch Duelle. Ja, cool. Kennst du Urukien schon? Nee, ihr habt mir vorher schon davon erzählt. Ja. Ich war ganz doll überzeugt davon. Er wird Fährenfahrer für uns. Ja, genau. Da wird garantiert keiner den Bart aufschneiden. Nee, glaube ich auch nicht, weil da keine Bärte sind wahrscheinlich. Doch, auch. Deiner. Dann schon, ja. Ja. Und von Schiffsdoktor hat auch Bart. Immer, ihr Bubblefritzen. Wollt ihr jetzt hier mit uns reden, mit uns fahren, mit mir fahren oder nicht? Darf. Ja, kann auch in die Taverne fahren. Auf geht's. Darf Uruk lenken? Warte, wir wollten in die Taverne, wir sind hier Mittelstation, hier sind die Tavernen, hier Eierköpfe. Ja, okay. Gehen wir halt einfach. Oh, Moment. Dann macht das ein Goldstück. Wenn, was zeitlich sinnvoll, Fährenführerschein schließt irgendwann? Fährenführerschein sind 3 Monate. Gibt's einen Expressführerschein? Du, wenn ihr genug Geld habt, dann gibt euch der Typ hier, wie heißt der nochmal, der Bruni, der gibt euch da für... Wir haben 2350 Betrug. Was habt ihr? Betrug. Ich hab hier gleich die Pimpanellen, was ist Betrug? Währung Urukiens. Weil wir reden von wirklichen Goldmünzen. Betrug. Ja. Von richtigen Betrug. Gib mir mal einen überzeugenden Nachteil, weil der glaubt mir. Ihr könnt mir das beide geben. Also das erste ist schon mal sehr gut. Ich habe eine 11. Was überzeugen? Mhm. Ja. Ich habe eine 18. Das Schlechtere musst du wählen. Ja, ich habe 19 und 17. Okay. Quest.de. Und eine 11. Warte, das ist wirklich Geld. Echtes Gold. Richtiger Betrug. Wie viel ist ein Betrug wert? 1. Die 1. Doppel, 1. Silber, 1. Gold. 0 und dann die 1.
Ja, das ist. Dann kommt die 2. Oh Gott, mit welchen. Okay, Uruk versteht Problem. Ja. Gold. Richtig. Eins. Ein Gold. Eins Gold. Ja. Ein Betrug ist ein Gold. Klar, da könnt ihr bestimmt was tun. Also ich aber wir haben die noch nicht. Kann euch beim. Ja, weiß ja, also könnt ihr ja dann in, wann auch immer ihr das habt, könnt ihr dann vorbei. Ich nehme eine kleine Gebühr für die Beratung und dann können wir den zusammen überzeugen, ne? Mhm. Okay, dann erstmal Mine, weil wir brauchen noch 3 Tage Betrug. Ja, ja klar. Ja, klingt logisch, habe ich auch öfters. Ja. Das juckt immer mega. Meine Frau ist auch da gar nicht so. Also. Naja, wie dem auch sei. Also wohin gehen wir jetzt? Also wohin wollt ihr? Mine. Gut. Mine. Also ab Bergwerk, ne? Ja. Wo die Mineneingänge sind. Okay. Darf man fragen, also es geht mir ja gar nichts an. Ich höre ja nur gern Geschichten als Zwerg persönlich. Ne? Ich bin ja so eine alte Bubble-Tante, nennt man mich ja hier. Die Karre da hinten, wir sind so auch, die erzählt mir auch mal öfters von. Aber setzt euch erstmal hin, kommt in die Fähre rein. Darf bitte. Ich lenken? Mal Steuer halten? Warte, wie viel Betrug gibt's mir denn? Ich weiß ganz genau, ich hab ja quasi eine Gefährdung meines Berufs. Ah. Wie viel guter Preis? 3. 3 Goldstücke. 3 Betrug. Aber die krieg ich gleich direkt, ne? Nee, in 3 Tagen. Nee, ja. Aber so wetten wir nicht. Nee, in 3 Tagen. Wer sagt mir denn nicht, dass er ein Paket, die könnte ich auch Pfand da lassen zum Beispiel. Der Zylinder zum Beispiel. Oh. Nein, das ist königlich. Business-Zylinder. Was mit deinem Hut? Der ist 1,5-matig. Ja, nee, dein Freund der Sonne setzt sich auf den Scheiß. Wir können ihn haben. Was bringt der mir denn bitte? Der kann dir Essen bringen. Kann auf Wasser laufen. Er kann auf Wasser laufen. Ja, aber der Trick. Trick, mach das Pferd. Ich hüpfe einfach von seiner Schulter ins Wasser, lande und den in den Boot. Tada! Beim heiligen Moradin. Das ist ja. Ja. Okay, dann gebt ihr mir ihn einfach für einen Tag. Ja. Ey! Das war jetzt aber so nicht gemeint. Doch, Hand drauf. Ich muss doch in die Mine. Ja, dann mal los. Dann gehen wir mal. Ich wollte doch in die Mine. Oder fahren wir mal. Dein Steuer ist deins. Haha. So. Einfach. Ja. Ich ruder, du steuerst. Aha. Gut. Und er fährt. Fängt an zu rudern. Ist das mit dem Wasserlaufring eher so, dass es, als wenn ich auf Boden wäre, also auf Beton oder so? Oder ist es, könnte ich mich auch ziehen lassen auf dem Wasser? Also falle ich nur nicht durch die Oberfläche durch? Oder. Ich würde sagen, hätte ich Reibung auf dem Wasser. Ich würde sagen, du hast so ein bisschen Reibung auch auf dem Wasser. Du kannst dich aber auch so ein bisschen ziehen lassen. Das ist eher so wie auf Matsche. Hm. Okay, dann hänge ich mich hinten irgendwo ran an die Seite und lass mich so ziehen wie auf einem Skateboard. Okay, ja, manchmal bekommst du so das Ruder nochmal vors Gesicht, wenn die Direktion gewechselt wird, wenn andere Fährenfahrer vielleicht in eure Richtung kommen und Olin auch das erste Mal sagt, ey, die Idioten sind auf unserer Spur. Und ja. Der dann anhaut, wir sind auf der falschen Spur, zieh rüber. Ja. Er ist Rechtsverkehr, ja. Okay. Ich will mein Seil nehmen und es jemanden... Die Fähre ist ungefähr 1,5 Kilometer schnell. Vielleicht ein bisschen schneller. Ja, wahrscheinlich eher 5. Ist eher langsam, oder was? Ja, ist eher... Trotzdem, ich will mein Seil irgendwie Uruk zuwerfen und mich festhalten und gucken, ob ich so gezogen werden kann. Ja klar, das ist gar kein Problem, das ist ja keine Geschwindigkeit. Ist aber mehr so ein... Wie weit ist er, bist du weg vom Schiff? Ich würde sagen, so ein Meter oder 3, keine Ahnung. Ich hab Langeweile. Ich nehme meinen Dagger und schneide das Seil mit. Und du siehst so ganz langsam. Willst du mich verarschen? Ja, du gehst auch wirklich einfach nur in der Geschwindigkeit. Ich lauf dann halt hinterher. Ja, du kannst ein bisschen schneller gehen und bist ungefähr die. Du schuldest mir ein Seil. Der lustige Gesellen. Also, wir sind jetzt hier an der Wohnsiedlung. Wenn er jetzt raus wollte. Ach, Mine. Okay, na, er zieht an der Wohnsiedlung vorbei, da scheint es auch eine Bibliothek zu geben, noch ein Gasthaus zu geben oder sowas in der Art und Weise. Und als ihr weiter nach vorne fahrt, in Richtung, nie ohne Seife waschen, in Richtung Westen, merkt ihr, wie das Ganze weniger bebaut wird. Es gibt einige Baustellen, die an der Seite des Berges gerade noch einzelne Häuser bauen. Dann kommen wirklich Wände, wo teilweise noch gar nichts ausgehöhlt ist. Und irgendwann hört ihr aus der Entfernung auch Minengeräusche. Und vor euch seht ihr in dieser eigentlich riesigen Höhle riesige Gerüste, die auf verschiedenen Höhen angebracht sind, wo verschiedene Tunnel immer reingehen.
und davor gelagert, ungefähr 20 Meter, 30 Meter in der Länge und halt die kompletten 50 bis 75 Meter Breite der Höhle, sind Lagerplätze, Zelte, Minenkarren und viele Zwerge, die dort gerade zum Beispiel Pause machen. Einige kommen aus den Tunneln, einige gehen da rein. Es ist wirklich sehr, sehr getriebig und ihr seid doch an dieser Stelle auch sicher, dass es wahrscheinlich das mit Abstand größte, ja, der größte Arbeitgeber überhaupt in dieser, auf dieser Insel, auf Maris. Ja, Leute, bis hierhin kann ich. In die restlichen 50 Meter müsst ihr laufen. Aha. Das macht dann nach Balin Riese 3 Goldstücke. Matthäus, Bezahlmann. Du kommst das mit dem Betrug. Was? Du kommst das zusammen mit dem Betrug, das ist ja ihm so lang. Nee, Freund der Sonne, das ist jetzt aber direkt hier. Jetzt bezahlen. Ich bleibe aber nicht heute hier. Später mal. Wie, das war jetzt aber nicht abgesagt, ne? Mich hier so abgeredet. Ich kann jetzt nicht hierbleiben. Ja, du hältst mit deinem Kamerad, Freund der Sonne. Erstmal, das haben deine Kameraden gesagt, wir haben ja freundschaftlich eine Hand drauf, oder? Ja. Ja. Pass auf, ihr bezahlt 5 Gold und wir sind quitt. Hä? Ja, wir wurden jetzt nicht erwischt, also ist die Gefahr ja auch gebannt. Ja. Ihr bezahlt auf den 3 Gold Goldfahrpreis, auf den Fairpreis, nochmal 2 Gold drauf und der Kurze kann mit euch kommen. Nichts für ungut, ne? Ist aber sehr klein, ne? Ist ein bisschen lustig auch. Naja. Ugo hat kein Gold. Hat nur 4 Gold. Zu Hause bin ich auch klein. Ich hab 11 Silber. Ja, das ist doch ein Goldstück. Ja, du hast 4 Gold, hast du gesagt. Du hast 11 Silber, hast du gesagt. Dann gib mir mal beides und dann sind wir quitt. Ich kram irgendwie aus meinem Beutel zwischen Essensresten und Zeugs. Da habe ich die 11 Münzen raus. Das ist ein bisschen eklig. Ja. Gold stinkt nicht, ne? Aber Silber auch nicht. Manchmal ein bisschen, aber das sind dann andere Sachen. Verpackt die sich ein, kannst du die austragen. Ja, Freund, jetzt oder nicht? Willst du ihn sicherlich nicht haben? Nein, jetzt will ich Gold haben. Okay. Oder Silber. Ich habe offiziell nichts mehr an Wert. Du. Ich gebe ihm 4 Gold. So, es war wie immer eine tolle Fahrt. Ich bedanke mich im Namen der Insel Maris und der Stadt Wollimar. Beehren Sie uns bald wieder und ja, tschüss. Tschüss. Ne? Tschüss. Ja, ciao. Ciao. Könnt ihr aussteigen? Also, ihr würdet jetzt gerne hier an Land gehen. Ja, ja. Aber dann muss ich aber erstmal einsteigen. Ja, also, die Treppe da hoch. Ich muss jetzt. Hier. Ich versuche jetzt hier neben. Ich versuche an der Seite so über die. Ist es, wie hoch ist das? Das ist einfach nur. Ja, ich würde sagen ungefähr 30 cm. Ja, okay, das kriege ich hin. Da kriege ich so drüber geklettert. Ich muss zwar seitlich rüberklettern, aber. Kriegen wir hin. Ja, ich glaube, Richtung Mine los. Und dann steige ich aus. Ja. Jetzt steige ich auch aus? Mine. Ja. Also, ja. Ich bin erst ins Boot geklettert und dann aus. Scheiß Tag, ey. Er dreht wieder um und ihr seht ihn, als ihr in Richtung Mine geht. Langsam nach vorne. Und ihr somit startet ihr in Richtung des Bergwerks. Und was da auf uns zukommt, liebe Abenteurer, das sehen wir nach einer ganz, ganz kurzen Pause. Solltet ihr auf YouTube schauen, müsst ihr jetzt eine Woche warten. Auf Twitch aber nur 5 Minuten. Also schaut die Livestreams, Leute. Bis gleich.